Marco Sievers, Apano Investments. Freue mich, dass wir uns mal wiedersehen. Markus, wenn ich so zurückdenke, zwei Dortmunder Unternehmen, Consilium und Apano. Wir haben vor genau 14 Jahren, fast auf den Tag genau, ein paar Monate waren noch dazwischen, haben wir den ersten Dortmunder Consilium Investment Abend seinerzeit zusammen durchgeführt. Dann warst du noch beim zweiten und beim dritten auch mit dabei. Und wir sind immer wieder im Austausch. Ich freue mich, dich heute hier auch zu treffen. Und verfolgt ja deinen Werdegang auch über viele Jahre. Ihr habt ja mit dem Apano, ich sag mal, ihr seid im Bereich Trendfolge unterwegs. Erzähl doch mal so ein bisschen was, Stimmungsbarometer-Index, wie geht ihr davor? Was ist eure Besonderheit? Ja, hallo Boris, erstmal ja, in der Tat schön, dass wir uns hier mal wiedersehen. War mir gar nicht so klar, also ich kann mich natürlich noch sehr gut an den Abend im Dortmunder Industrieclub erinnern, Aber war mir jetzt gar nicht so, sieht man, wie schnell die Zeit vergeht, 14 Jahre. Also, und wir sind nicht gealtert, ne? Hammer, ne? Also ja, fast. Also, ich nehme auch gerne, also wenn die Einladung mal noch mal kommt, dann sage ich auch gerne mal wieder ja. Ja, zu unserem, sagen wir mal, zu unserem Fonds und zu der Art, wie wir ihn managen, muss man sagen, das ist also ein Aktienfonds, der aber den Charakter hat, dass wir in Abhängigkeit von den Trend an den Märkten und damit auch von der Stimmung an den Märkten die Investitionsquote steuern. Also wenn ich jetzt gelernt habe in meiner Zeit, man hat irgendwie immer Gedanken darüber, ja, wo die Wirtschaft hingeht, ob es stabiles Umfeld für wachsende Aktienkurse gibt. Aber es gibt eben immer ganz, ganz viel, was passiert, was es dann doch im Laufe des Jahres anders sein lässt, als es vorher vorhergesehen war. Und wir haben ein Konzept entwickelt, um genau darauf eigentlich zu reagieren. Und der Punkt ist, dass wir uns eine kleine Anzahl von Märkten herausgesucht haben, die wir betrachten. Also das sind große Leitindizes, im Grunde kennt die jeder. Und wenn die in einem Aufwärtstrend sind, dann definieren wir das jetzt mal sehr einfach gesprochen als Stimmung gut. Gehen die einen Abwärtstrend über, sagen wir, die Stimmung wird schlechter. Und genau mit schlechter werdender Stimmung sichern wir das Portfolio ab. Und da gibt es eben auch viele Beispiele, dass das super funktioniert hat. Beispielsweise Corona, beispielsweise der Ukraine-Krieg, was ja so die Herausforderung der letzten, sagen wir mal, 5 Jahre war, um das eben zu zeigen. Und das hat gut funktioniert. Super, du sprichst es gerade an. Es ist ein Ampelsystem, ja, wenn ich es richtig verfolgt habe. Ja, rot eher für schlechte Stimmung, grün positiv, ja, genau. Gelb so ein bisschen in der Warteschleife. Corona, ich habe mir das mal angeschaut. Ja, ihr macht ja einmal Kommentare auch entsprechend. Habt ihr super reagiert? Erzähl vielleicht mal kurz, was waren da so die ersten Indikatoren? Warum wart ihr da? Ihr habt, glaube ich, die Hälfte des Portfolios verkauft in der Zeit? Ja, mehr sogar. Also, okay. Sagen wir mal so, wir sind ja, das Jahr ging ja mit guter Stimmung in das Jahr hinein und wir hatten ja diesen Handelskonflikt zwischen USA und China und der war dann in Anführungszeichen durch so einen vorläufigen Phase-1-Handelsdeal, wie es damals offiziell hieß, war es gelöst. Viele Märkte hatten eine Art Befreiungsschlag, aber die chinesischen Märkte nicht. Und das haben wir registriert. Haben damals den Grund aber noch nicht gekannt und dann durch die Recherche innerhalb des Landes, also heißt dann Medien zu recherchieren, also ist jetzt keiner nach China geflogen, haben wir dann plötzlich festgestellt, Mensch, da ist gar nicht mehr von Handelskonflikt die Rede, sondern eben von Coronavirus und Schließung in Teilen von China. Und so haben wir dann länger beobachtet und hatten dann Ende Januar schon für uns die Erkenntnis, dass Corona ein echter schwarzer Schwan werden kann. Alles wussten wir noch nicht, wir sind auch keine Mediziner und so weiter, aber wir haben dann eben schon auch mit den Signalen des Stimmungsindex basierend auf schlechter werdenden asiatischen Märkten haben wir erstmal die Hälfte des Portfolios verkauft und dann in die Abwärtsbewegung waren wir sogar eine Zeit lang gar nicht mehr dabei. Super, also es hat im Endeffekt alles richtig gemacht. Das ist ja auch das Thema bei euch, dass ihr halt, ich sag mal, ein Aktienfonds seid, mit einer Handbremse sozusagen, mit einem Airbag über euer Handelssystem. Und systematisch, ich glaube, das ist es ja, weil du fundamental war das ja für alle schwer zu greifen. Ja. Also ich meine, nicht mal die Wissenschaft war nicht so richtig einig, was man damit machen soll. Ja? Aber trotzdem, die Signale waren da und wir haben die Signale umgesetzt. Also jetzt nicht, will nicht sagen blind, aber es gab eben ja auch das klare Signal von den Märkten. Und unser Mandat ist, das Risiko vom Kunden fernzuhalten. Und das heißt in dieser Phase, Risiko rausnehmen. Ja. Ich möchte noch mal auf den Begriff Hedgefonds eingehen. Ja? Du bist ja oft auch als Hedgefondsmanager zitiert. Ja? Am Thema Hedgefonds streiten sich ja auch die Gelehrten so ein bisschen und man kann sich dran aufreiben. Ja. Ist das ein Hedgefonds? Könnt ihr da ich sag mal, auch auf negative oder auf fallende Märkte setzen? Erläutere es doch noch mal bitte kurz. Also gut, Hedgefonds heißt ja erstmal, der Begriff ist ja eigentlich viel schöner gemeint, kommt ja vom Englischen to hedge, absichern. Ja? Also Hedgefonds ist der Heckenigel und so weiter. Also da will man sich ja eigentlich eher schützen. Ja? Das eben
ein unsagbar schlechtes Interview von Franz Müntefering, eigentlich Private Equity Mind mal die ganze Branche so in den Verruf gebracht hat, das ist unfassbar, ja, aber gut. Nee, ein Hedgefonds ist es in der Definition eigentlich nicht. Aber was definiert ein Hedgefonds ist, dass er im Risiko deutlich runtergehen kann, sehr aktiv managt und eben auch mit Absicherungspositionen, also mit sogenannten Short-Positionen, das Risiko rausnimmt. Also das ist das, und diese Kriterien, wer das so sieht, der bezeichnet uns manchmal auch als Hedgefonds. Aber für mich wäre ein Hedgefonds auch jemand, der zum Beispiel komplett netto short, also wirklich komplett von fallenden Märkten verdienen kann. In der Definition ist es nicht. Andere Definition ist, dass man so zusätzlich Kredithebel aufnimmt. Das machen wir auch alles nicht. Also wir nehmen nur das Geld, was da ist. Also deswegen sind wir definitorisch eigentlich ein ganz normaler Mischfonds mit sehr, sehr flexibler Aktienquote. Vielen Dank, Markus, für die Definition. Boris, danke. Markus Sievers, Apano Investments, hat mich sehr gefreut, dass wir uns hier mal wieder gesehen haben. Wir bleiben im Austausch. Alles Gute. Danke. Boris, danke auch.